Jo, und da ist der Guso wieder im nächsten Clan. Grabwächter. So, ich mache meine Arbeitssachen hier zur Seite. So. Da haben wir sogar ein paar Abos von mir gefunden. Ich denke, eine Hexe geht immer. Hexe ist immer nice. Ja, wie gesagt, ich habe nichts zum Zuballern noch. Aber ich meine, Bogies will ich auch nicht zum Füllen nehmen. Das ist auch ein bisschen doof. So, hier haben wir ja auch eine Hexe rein, wa? Passt schon. So, ich wünsche euch was. Danke, danke. Ja, so ist das schön. So ist das schön. Und zwar sagt einer, hoffentlich werden die Videos flüssiger. Ich hoffe, dass sie nicht zu laggy waren. Also, eigentlich sind die ja halbwegs. 9. OL9. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Das ging schön schnell. Ah, okay. Loons, dem werden wir dann auch Loons geben. Weil, na, schade. Ich will den Magier nicht verballern. Den Loon kriegt er auf jeden Fall. Def kriegen wir hin. Ja, Schweine sind gut. Zack. Achso, ja, gemacht. Ist immer noch so im Kopf drin. Schade, ich kann gerade nicht. Ja, Loons. Ja, genau. Perfekt. Die Loons haue ich gleich raus. Ah, dann muss ich gerade nochmal einen Angriff machen. Tut mir leid, dass ich halt da dann auch wieder das Zeug wegballern kann. Hätte ich nie gedacht, dass es daran liegt, ey. Dass man da dann Probleme mitkriegt, weil die Sachen voll... Ey, das ist nice. Das ist ziemlich nice. Ja, doch, hier, da gehen wir mal... Na, dann nehmen wir ein bisschen weißer als Ablenkung. Und dann hier einfach einmal rum. Gucken wir mal, was die Magier so bringen. Jumpen wir mal rein hier. Nicht zu spät, sonst hat man schnell mal ein Problem. Ja, das ging aber auch schon. Das war schon, also für Alex und für Alex und Gold war das schon in Ordnung. Das passt. Sollte jetzt nicht zu wenig gewesen sein. Ist okay. Ist jetzt nicht der Knüller, aber wisst ihr selber, only Max ist ein bisschen doof. So, 1, 2, 3, 4, 5. Da hauen wir die raus und da kommen deine Loons. Das ist, wie gesagt, das ist halt mega cool, wenn man merkt, okay, da kennen einen halt wirklich Leute. Das ist schon ziemlich geil. Das ist ein cooles Gefühl. Aber das sieht man eben auch schon im Global mittlerweile, dass man wirklich sagen kann, gut, okay, komm, die kennen einen dann doch schon. So, jetzt hau ich doch mal ein paar Bogies raus zum Füllen einfach. Sonst sitzt man wirklich da und man kann nichts machen, weil die halt gar nicht mehr so viel nehmen können. Oder so wenig, so große Truppen. So, hier noch ein Packer. Ging auch gut weg. Da kommt der Luki mit, wa? So. Will noch wer Truppen? Also bis jetzt bin ich echt mega gechillt, wie krass das aussieht mit den Gems. Also, dass mich das ja nichts kostet. Bis jetzt, also das, was ich jetzt bezahlt habe, das war ja ein Witz. Ich meine, ich habe die Kasernen gepusht. Oh, ist ja gar nicht wild. Und ich habe noch einiges an Hocks, würde ich sagen. Könnte man nochmal einen Hockangriff machen. Ich guck mal, wie es bei mir bei App Bounty läuft. Yo, wieder einer. Vielen Dank dafür. Hier, jetzt seht, ihr seid mal live dabei. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich weiß wirklich nicht, ob man es sieht. Durch den Greenscreen ist wahrscheinlich eh nicht, aber es sind mittlerweile 3500 Credits sozusagen und ja, das ist so geil. Scheiß Base für Drachen. Das heißt also, mir wurden jetzt einfach, also ich habe jetzt in den, was weiß ich, 4 oder 5 Stunden, sage ich jetzt mal, die ich hier zugange war, beziehungsweise die das Video lief mit dem, habe ich jetzt 1000 Credits damit gemacht, dass ihr euch über mich eingeloggt habt. Einwandfrei, super. Das sind effektiv, ja, ich sag's jetzt einfach mal, das sind 2 Euro. Richtig? Oder? Doch, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja.
Und das ist cool. Auf jeden Fall. So. Aber ich meine, das sieht man ja selber. Wenn man bei App Bounty guckt, dann kann man das ja berechnen. Und du hast hier noch krass Glück, dass der Luftfeger noch nicht auf dich losging. Aber du hast ja noch einiges an Zeit und deine Helden sind noch da. Alter, krasses Pferd, ey. Oh, ist das. Jetzt peile ich das erst. Der hat den Helden getriggert. Ich denke mir, was macht denn der Drache da? Was macht der denn da? Und jetzt kommt mir die Idee, ja, genau. Der hat schön auf den Helden gehen wollen. Und da war natürlich dann auch mal Sense. Aber das habe ich ja schon öfter mal gehört, dass es mit dem Drache in dem Bereich auch machbar ist. Aber wird natürlich schwierig, weil den Drache hat man ja nun noch nicht maxed. Und der ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Town Hall 9 ist, kann man zum Beispiel Maxed Loons machen, aber noch kein Maxed Drache. Und von daher ist man da ja so ein bisschen im Nachteil. Also ich würde mal sagen, du hast dich hier gerade noch so auf die 50% gerettet. Ja, ich meine, das eine Gebäude geht definitiv noch down, die Queen kann noch geraged werden. Also das passt easy. Jetzt hätte ich schon aufgehört. Genau, 50%, einwandfrei, passt, läuft, super. Einwandfrei. So, gucken wir mal. Nur vom Gusuanen gibt es natürlich zwei Hexen. Bogis, Loons, Magier, Drache, Pekka. Zack, gibt's einen Pekka. Ohne Gemecker. Ho, ho, ho. Mich lüstet wieder nach einem Hockangriff. Ich würde gern mal wieder mit Schweinchen angreifen. Komplett. Aber da ist natürlich echt eine Kackaktion, wenn der King, also wenn der Drache schön auf den King losgeht, ey. Er hat nie so eine geile Base, Alter. 10k YT. Cooles Ding. Bogis Level 6. Ja, wie gesagt, ist natürlich eine teure Nummer. Ja, Mauern. Mauern, Tesla. Boah. Minenwerfer rein. MW rein. Mauern hoch. Tesla hoch. Magierturm hoch. Ja, so in dem Bereich. Also, ich würde auf jeden Fall die Minenwerfer reintun. Das ist zu weit außen, meiner Meinung nach. Klar, du hast natürlich hier noch Fläche innen drinne verteilt. So ist es jetzt mal gar nicht. Aber wäre nicht so meins. Okay. Minen, Werfer und Magier. Zum. Okay, also ich dachte MW, ja. Minenwerfer. Passt halt. So. Ich glaube, ich wurde hier noch woanders. Nee, da wurde ich abge. Kra Na, okay, ich weiß nicht. Egal. So, bin weiter. Das ging gut. Die grüne Schlange haut mal raus. Ansonsten mache ich hier nebenbei nochmal einen Angriff. Weil meine Truppen müssen ja nicht unbedingt so rumliegen und rumlungern. Oh, auch nett. Gar nicht schlecht. Bloß wie gesagt, was ich natürlich hier jetzt am Start habe, haut natürlich auch ordentlich was rein. Aber wir wollen ja mal wirklich wieder hier so einen kleinen. Wir sehen ja hier, es ist ja hockmäßig ganz gechillt. Die Hocks brauchen hier keine Angst haben. Weil ihr wisst selber, keine Bomben mehr hier unterwegs sind. Und jetzt gehen wir schön reingescrollt hier. So wollt ihr es doch sehen, oder? Genau so wollt ihr es sehen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ein Heal brauchen wir nicht. Ich denke mal, das sollten wir so nebenbei alles clearen hier. Das sollte, denke ich mal, eine komplette Nummer werden, oder? Also, das ist jetzt für die Hawks nicht so das Problem, denke ich.
so gleich haben, was. Das ist immer dieser kritische Punkt, wo man sagt, gut, okay, kriegen sie sie dann komplett down oder halt nicht? Und sobald sie das geschafft haben, dann ist natürlich wieder dieser Punkt, dass du sagst, geil, okay, jetzt rennen sie natürlich die Base komplett über. Weil dann kommt nichts mehr. So, und jetzt abbrechen. Oh. Nee, das machen wir natürlich nicht. So, jetzt sind wir aber schön sparsam. Wo eine Hexe wäre natürlich auch noch ziemlich geil, oder? Nee, die machen wir aber nicht. So, wir gehen mal von hier noch, hauen wir noch ein paar Bogies rein, dass die das hier noch ein bisschen schnell clearen können und dann passt das. Jetzt gucken wir mal. So, das sieht nach 100% aus, die wir gleich hier am Start haben. Hier, jetzt wird schön die Mine noch weggeballert. Und jetzt hat der Held natürlich da auch keine Chance gegen. Der wird mal richtig abgeballert. Bäm, du kriegst es gleich richtig ins Gesicht. Aber sowas von, oh, ist er kaputt. Ganz klar. Oh, das mit dem Reinzoomen gefällt mir schon echt gut. So viel Loot war es jetzt auch nicht. Aber gut, die Truppen mussten weg. Alles, alles kriegen wir hin. Dann nehmen wir einen Päcker, wa? Barge, deswegen machen wir es gleich wieder was schneller. Aber lootmäßig natürlich auch ganz nice, auf jeden Fall. Von Sky. Ich kann es nicht sprechen, schreiben, wie auch immer. Ich bin ruhig. Ja, ganz, ganz normal halt gebarged. Klar, jetzt ohne. Großartig. Hier oben noch, da sehen wir noch was. Ich muss ja mal sagen, ich hätte mich ja so dermaßen geärgert, wenn ich jetzt wirklich Gems rausgehauen hätte und dann dagestanden hätte und gemerkt hätte, oh, ich hätte die Gems gar nicht gebraucht. Oh. Die machen da irgendwie was anderes. So, das soll es dazu gewesen sein. Und das war auch wieder das nächste Video. Dies war jetzt das dritte Video. Mal gucken, wie viel noch kommen. Ihr haut rein. Ciao, ciao.